Man kann den Vintage-Trend historisch verorten. Er beginnt in den 1990er Jahren, namentlich in den Vereinigten Staaten, hat sich von dort hier nach Europa hinüber bewegt. Anfänglich ging es darum, wirklich alte Stücke zu sammeln. Dieser Trend hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre insofern verändert, als zum einen gar nicht mehr genug alte Dinge vorhanden sind, die man sammeln könnte. Und zum anderen gibt es sehr viele Konsumenten, die nicht mehr bereit sind, zu warten, bis ein Ding alt ist. Und deshalb hat der Trend, dass man Dinge heute künstlich altert, enorm an Bedeutung gewonnen. Wir haben uns entschieden, 6 thematische Facetten zu zeigen, anhand von 6 Themeninseln. Dabei reichen die Exponate von Design-Ikonen bis hin zu Gegenständen des Alltags, die vielen von uns bekannt sind. Das ist das Rösslergeschirr aus den 60er Jahren, das beinahe in jedem Haushalt anzutreffen war, bis hin zu Objekten, die extra für unsere Ausstellung hergestellt worden sind. Neben dem Begriff Vintage kursieren eine Reihe anderer Begriffe. Retro ist einer, shabby chic, used look. But shit, it was 99 cents. Bargain copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. Velour jumpsuit. Der kurzfristige Vintage-Trend, glaube ich, hat in Europa einen Höhepunkt erreicht. Er ist ein Massenphänomen. Auf die Länge gesehen, glaube ich, wird es immer wieder solche Retro-Trends geben, weil sie mit dem Bedürfnis des Menschen zusammenhängen, sich in der Geschichte zu situieren. Wenn ihr das zu viel ist, dann hört sie einfach auf. Am anderen Tag probiert sie es wieder. Und am Schluss der Woche wird es ihnen viel besser gehen. Ich hoffe, dass ich sie die folgende Woche jetzt bei mir am Morgen früh beim Frühturnen habe. Darf ich auch sie dabei erwarten? I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome.